wie du 1.000 bis 10.000 Euro pro Monat von Unternehmen bekommst, dafür, dass du deren Online-Marketing übernimmst. Und das selbst, wenn du keine Vorerfahrung in dem Bereich hast, quasi als Quereinsteiger einsteigst, genau das erkläre ich dir in diesem Video, wie das funktioniert. Es gibt nämlich einen Megatrend in 2023 und 2024 und das ist und bleibt der Fachkräftemangel im deutschsprachigen Raum. Und um dieses Problem zu lösen, geben Unternehmen aktuell und auch in der Zukunft sehr viel Geld aus, beziehungsweise werden sogar noch mehr Geld dafür ausgeben, weil das Problem eher stärker wird als schwächer. So, warum besteht der Fachkräftemangel? Grundsätzlich gibt es sehr viele gute Leute an guten Positionen, aber Unternehmen quasi finden es immer schwerer, andere Mitarbeiter und Bewerber abzuwerben von aktuellen Firmen und zu ihrer Firma rüberzuziehen, weil die guten Mitarbeiter und Bewerber grundsätzlich ja schon irgendwo arbeiten. Und das ist ein Trend quasi, der immer stärker wird und auch immer stärker wurde in den letzten Jahren. Und Unternehmen haben grundsätzlich natürliche Fluktuation von ca. 5 bis 10%. Das heißt, ca. 5 bis 10% der Leute gehen jedes Jahr aufgrund, ja, privater Gründe, wie auch immer, einfach ohne irgendwie groß jetzt was zu machen, gehen die Leute einfach. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, dass wenn du mit Unternehmen arbeitest, die circa 100 Mann groß sind, beziehungsweise 100, 200 Mitarbeiter grundsätzlich haben, dass circa 10 bis 20 Mitarbeiter jedes Jahr automatisch gehen werden, ohne dass das Unternehmen irgendwas macht. Und wenn das Unternehmen einfach nur gleich bleiben will, die meisten Unternehmen wollen natürlich wachsen, aber wenn das Unternehmen einfach nur gleich bleiben will, dann sucht allein dieses eine Unternehmen, was 200 Mitarbeiter hat, ja schon 10 bis 20 Mitarbeiter jedes Jahr. Das heißt pro Monat 1 bis 2 Mitarbeiter. Und genau da kannst du jetzt einsteigen und dieses Problem lösen. Was solltest du dazu mitbringen? Du solltest den Wille haben, eine neue Fähigkeit zu lernen und dir circa 3 Monate Zeit nehmen. Das heißt nicht, dass du 3 Monate deinen Job, den du aktuell hast, nicht nehmen solltest, quasi, also da irgendwie Urlaub nehmen solltest oder so. Aber solltest du dir quasi neben deinem aktuellen Job oder Studium 3 Monate Zeit nehmen, um diesen Skill zu lernen und die ersten Kunden zu gewinnen, die ersten Resultate zu bringen und damit dein Business aufzubauen. Wie läuft das Ganze jetzt aus der Vogelperspektive ab? Als allererstes musst du den Skill lernen. So, mit dem Skill meine ich vor allem, gute Kundenergebnisse zu liefern, denn du gewinnst am Markt langfristig im Vergleich zu allen anderen Social Media Recruiting Agenturen, wenn du die besten Kundenergebnisse lieferst. Wir selbst haben mit über 500 Agenturen und Freelancern und Webdesignern und Marketern und Social Media Agenturen zusammengearbeitet, wissen daher ganz genau, was sind quasi die wichtigsten Unterschiede, die wichtigsten Nuancen und Details, um erfolgreiches Social Media Recruiting zu betreiben. Und genau diesen Skill sollst du dir auch aneignen. Entweder du machst alles Trial and Error und lernst es irgendwie selbst, oder du schnappst dir direkt den Experten, die das schon mal gemacht haben, die selbst schon mal den Weg gegangen sind, und lernst einfach von denen den Shortcut, quasi die Abkürzung, wo du all die Erfahrungen, all das Wissen mitbekommst. So, wenn du diesen Skill gelernt hast, wie du wirklich gute Kundenergebnisse lieferst, weil auch die Unternehmen werden langfristig gewinnen, die am besten Kundenergebnisse einfach liefern, dann ist der erste Schritt, dass du deine Positionierung findest, sprich dich so am Markt platzierst, dass du quasi herausstichst und eine Nische findest, die noch nicht so voll ist, quasi, beziehungsweise noch sogar leer ist, dass du dort leicht Kunden gewinnen kannst und dass du leicht dort in eine Marktführerposition wachsen kannst. Und dann sollst du die ersten Testkunden gewinnen, sprich, du machst die ersten Aufträge und verdienst dann allererstes kleines Geld, um dann zu skalieren, im Sinne von, dass du deine Akquise, dein Marketing hochfährst, mehr Kunden gewinnst, und dann brauchst du ja nur circa 5 Kunden, die dir jeweils 2.000 Euro im Monat zahlen, um deine 10.000 Euro Monatsumsatz, aka auch Gewinn am Anfang, weil du ja keine Kosten hast, zu machen. Und das ist quasi grundsätzlich das Konzept. Schauen wir uns jetzt mal an, wie genau die Dienstleistung abläuft, die Social Media Recruiting. Grundsätzlich kannst du dir so vorstellen, dass du für den Kunden erstmal genau ausdefinierst, was seine Firma besonders macht und warum man bei dieser Firma arbeiten sollte. Dann baust du einen Funnel, und ein Funnel ist letztendlich nichts anderes als verschiedene Landingpages, die aufeinander folgen, wo diese Vorteile genau erklärt werden und die Fragen gestellt werden, die du entsprechend wissen willst von den Bewerbern, damit du abschätzen kannst, ist der Bewerber oder die Bewerberin qualifiziert und passend zum Unternehmen. Das heißt, Schritt 1 ist, dass du die Analyse machst, was sind die Arbeitgebervorteile und warum sollte man bei der Firma arbeiten. Schritt 2, du baust verschiedene Landingpages auf. Dort gibt es Vorlagen zu
Und in diesen, mit diesen Vorlagen, die kannst du quasi einfach anpassen aufgrund der Learnings, die du in der Interviewphase davor gesammelt hast. Dann baust du die Werbeanzeigen. Die werden grundsätzlich auf Facebook, Instagram und TikTok geschaltet und sie brauchen Videos, Bilder und Texte. Genau dazu gibt es jeweils auch Vorlagen, die du einsetzt bzw. die du veränderst aufgrund der Interviewphase ganz am Anfang und aufgrund der quasi des Video- und Bildmaterials, was du vom Kunden bekommst. Dann Schritt 4 ist, dass du die Werbeanzeigen live schaltest und optimierst und die Bewerber quasi jetzt diese Werbeanzeige sehen, sich auf diesen Funnel eintragen und dann quasi zu dir bzw. in deinen Funnel halt kommen und dann zum Unternehmen kommen. Schritt 5 danach ist, dass du die Bewerber qualifizierst und anrufst und dem Kunden die Termine quasi legst mit den qualifizierten Bewerbern. Weil aus Unternehmenssicht, aus Kundensicht, hat es einen maximalen Vorteil, wenn quasi ich bin jetzt der Kunde, also ich suche Mitarbeiter und ich will einfach nur mein Mitarbeiterproblem gelöst haben. Ich will einfach nur die passenden Fachkräfte an der richtigen Stelle haben. Wenn ich von dir als Dienstleister die perfekten qualifizierten Bewerbungsgespräche in meinen Kalender gescheduled bekomme und ich das einfach nur durchziehen kann oder ich da einfach nur die Gespräche durchführen kann, das ist für mich am leichtesten. Da bezahle ich dir am meisten Geld für, weil ich am wenigsten Arbeit habe und quasi das beste Endergebnis habe. Und dann wähle ich als Kunde, das hast du dann als Dienstleister nichts mehr zu tun, aber wähle ich als Kunde einfach die Bewerber aus, mit denen ich einfach arbeiten will, schicke denen die Arbeitsverträge beziehungsweise und ja, mache halt, ne, den ganzen rechtlichen Kram fertig. So ist quasi die Dienstleistung. Und natürlich gibt es da viele Nuancen und Details, wie der Funnel genau aussieht, welche E-Mails und WhatsApp-Bestätigungs- und SMS-Bestätigungslinks und so weiter jeweils rausgeschickt werden, wann welcher Prozess genau läuft. Also dieser Funnel ist etwas komplexer als einfach nur eine Landingpage mit Werbeanzeigen, sondern da kann man auch ganz viele kleine Dinge verbessern, damit das Ganze noch besser funktioniert. Aber ja, das sind jetzt erstmal Details quasi, die können wir uns dann später nochmal genauer angucken. So ist aber grundsätzlich einfach die Dienstleistung. Das heißt, du siehst, es ist relativ simpel, das ist keine Raketenwissenschaft, wenn du einfach dieser Anleitung folgst, die Vorlagen befolgst und die Inhalte vernünftig einsetzt, aber auch da zeigen wir natürlich, wie passt du die Inhalte, die der Kunde dir gibt, also die Arbeitgebervorteile, passend auf den Funnel ein. Also wie baust du das, wie modelst du das am besten um? Und ich habe dir eben ja schon erklärt, warum funktioniert das Ganze so gut? Einfach weil die meisten guten Mitarbeiter schon irgendwo arbeiten und du quasi durch dieses Modell an den passiven Bewerberpool kommst. Du sagst letztendlich nichts anderes als hier, du arbeitest wahrscheinlich schon irgendwo und kannst jetzt hier. Ich habe jetzt hier ein neues Job auf, was noch besser ist, komm doch einfach zu mir. So. Und das ist quasi genau die Idee. Und deswegen funktioniert es so gut, weil du diesen passiven Bewerberpool ansprichst und nicht einfach nur die Leute, die aktiv gerade auch einen neuen Job suchen, weil die will man gar nicht mehr unbedingt. Diese Anleitung ist eigentlich grundsätzlich relativ simpel. Klar, fehlen es hier noch viele Details und Vorlagen und Skripte und so weiter, aber die gibt es ja alle schon. Warum ist es dennoch so, dass die meisten scheitern bei der Umsetzung bzw. es noch nicht hingekriegt haben, ihre eigene Recruiting- und Social-Media-Agentur aufzubauen? Punkt Nummer eins ist, dass sie die falsche Positionierung haben und in einen Markt starten, der schon überlaufen ist. Sie rufen dann per Kaltakquise an und ja, dann bekommt man die Aussage, ja, ich habe schon 20 Anrufe heute bekommen von genau demselben Offer, geh weg, so brauche ich nicht. Punkt Nummer zwei ist, dass sie die falschen Marketing- und Akquisemethoden verwenden, dass sie zum Beispiel eine Kaltakquise verwenden, obwohl andere Methoden sinnvoller wären, um die Top-Kunden anzuziehen. Punkt Nummer drei ist, dass sie zu kleine Kunden anziehen, die zum Beispiel nur eine Stelle gerade offen haben, aber nicht regelmäßig Leute suchen und deswegen kann man da kein monatliches Geschäft draus machen. Punkt Nummer vier ist, sie haben das falsche Umfeld, also die sind selbst nur von Leuten umgeben, die noch keine eigene Agentur haben, beziehungsweise sich noch nicht selbstständig gemacht haben und einen davon abraten und entmutigen und wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, dann sagen, ja, ich habe es dir eh gesagt, dass es nicht so klappt. Und der nächste Punkt ist quasi, dass sie gar nicht wissen, welche Fragen sie stellen sollen. Klar, das Internet verrät dir grundsätzlich alles, aber du brauchst halt einen richtigen Mentor, der dir sagt, welche Fragen du überhaupt stellen sollst, damit du überhaupt die richtige Antwort kommen kannst. Und ja, weil du kannst letztendlich bei YouTube alles eingeben und alles finden, aber du musst ja erstmal gucken, was soll ich denn überhaupt eingeben? So, was ist denn überhaupt das Ding, was ich hier gerade so lösen will? Was ist eigentlich mein wahres Problem? Und was ist dann die Lösung dazu? Das heißt, such dir da am besten direkt jemanden, der schon genau da war, spart dir unglaublich viel Zeit und Geld und Energie und mach genau dann die Schritte, die dir da vorgegeben werden, weil die einfach in der Praxis funktionieren. So, das heißt, was brauchst du jetzt alles Plug and Play quasi, um das Ganze umsetzen? Du brauchst
natürlich erstmal die ganzen rechtlichen Sachen, Gewerbeanmeldung, Steuererklärung und so weiter, um dein Business überhaupt zum Laufen zu bringen. Dann brauchst du die ganzen Funnel- und Werbeanzeigenvorlagen, E-Mail-Vorlagen, die du alle dann in generellen Online-Marketing-Konzept für deinen Kunden einbaust. Dann brauchst du die ganzen Skripte und Onboarding und Offboarding und alle möglichen Vorlagen, die du selbst für dein Business, für die Kundenkommunikation brauchst. Also Skripte für Bewerbergespräche, Verkaufsgespräche, für die Quali-Gespräche und so weiter und so fort. Und natürlich die ganzen Verträge, die du dem Kunden zuschickst und ja, wo ihr dann einfach optimal so arbeiten könnt, bis du so eine gute rechtliche Grundlage hast. Und genau das kannst du alles bekommen in unserer sogenannten Recruiting Masterclass. Und weil wir jetzt ein langer Prozess, der grundsätzlich, wenn du den einfach Plug and Play umsetzt, sehr schnell und gut für dich funktioniert, aber quasi nicht alles in einem Video hier abbildbar ist. Das heißt, klick dich einfach mal hier unterhalb in der Beschreibung durch zu der Recruiting Masterclass und schau dir das Ganze mal genauer an und guck mal, ob das Ganze was für dich ist. Wir sehen uns im nächsten Video, dein Alex.